dem Spiel Austria gegen Rapid 1:1. Ja, Manfred Schmidt, ich darf dich bitten, ein Statement zum Spiel. Bist du zufrieden mit dem Punkt? Wäre mehr drin gewesen oder wie siehst du es? Danke, bitte. Entschuldigung. Hallo erstmal. Grundsätzlich muss ich sagen, dass das ein sehr zerfahrenes Spiel war mit vielen technischen Unzulänglichkeiten. In vielen Phasen haben wir es einmal verabsäumt, dass wir die Umschaltsituationen besser fertig spielen. Ich glaube, dass das unentschieden gerecht ist, jetzt von einem verlorenen Punkt oder von zwei verlorenen Punkten zu sprechen, wäre vermessen. Ich glaube, das geht in Ordnung. Die Mannschaft hat gekämpft, sie hat alles getan, um hier zu gewinnen. Vom Einsatz her kann man ihnen nichts absprechen. Dankeschön, Manfred. Bitte warten. Ralf kommt mit dem Mikro und Handzeichen, bitte, damit man die Fragen auch hört. Christian Hackl vom Standard möchte beginnen. Bitte. Ich meine, es bleibt natürlich vorerst der letzte Tabellenplatz. Aber ist es nicht vielleicht auch irgendwas Positives? Du sagst selber, es war ein zerfahrenes Spiel und trotzdem spielt man gegen Rapid 1:1. Kann man nicht daraus doch irgendwie auch Optimismus ganz einfach gewinnen? Ja. Das war wirklich leistungsgerecht, auch meiner Ansicht. Also da war ja, dieser Meinung bin ich zu 100%, dass das leistungsgerecht war. Ja, natürlich, man darf nicht vergessen, unsere Kadersituation. Wir haben doch einen relativ kleinen Kader. Wir haben, wenn man dann sieht, wie Rapid nachlegen kann und wir wechseln Jugendspieler für Jugendspieler, dann wird das natürlich nicht einfacher, aber das haben wir ja gewusst. Das ist die Situation so, die Mannschaft haut sie rein, die bringt Leistung, die versucht alles, um ein Spiel zu gewinnen. Die Tabelle, natürlich wird mir da schlecht, wenn ich drauf schaue. Das müssen wir so schnell wie möglich ändern. Aber was wir tun können, ist einfach diese Woche oder in der Länderspielpause an diesen Fehlern, die wir noch machen, die Abspielfehler, diese Unkonzentriertheiten, hart zu arbeiten, das zu analysieren, die Spieler weiterzuentwickeln. Das Gefühl habe ich. Ich habe das Gefühl, dass sich da eine Mannschaft entwickelt, dass sich da ein Team entwickelt. Das sieht man, wie die zueinander stehen, wie sie miteinander jetzt umgehen. Da hat sich schon einiges bewegt in den letzten Wochen. Weitere Fragen. Stefan Oederer von ÖNews. Eine Frage zum Marko Djuric. Mir ist aufgefallen, in der zweiten Halbzeit vor allem, er hat sehr viel die Mitspieler kritisiert und er war irgendwie unzufrieden mit der Situation, dass er die Bälle wahrscheinlich nicht richtig bekommen hat. Wenn ein Spieler so reagiert, leidet auch das Spiel der ganzen Mannschaft darunter, dass er da die nach runterzieht, oder wie sieht dieser Trainer? Ah, nein, das sehe ich so gar nicht. Also es ist schon wichtig, dass man ein bisschen unterscheidet, ob jetzt einer berechtigt einmal Kritik macht oder nicht, oder einmal was deutet. Wir sind im Fußball. Ich glaube, da gehört es dazu. Der Marco ist jemand, der sich jetzt zu 100% in Dienst der Mannschaft stellt, ein sehr wertvoller Spieler für uns. Und dass er sich ärgert, wenn er einen Ball nicht bekommt, das darf ich, das sind Emotionen, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das Spiel unserer Mannschaft darunter gelitten hat. Gibt es weitere Fragen? Keine Fragen mehr. Gut, dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Sonntagabend.